zusammen, weiter geht's mit Partisans 1941. Und ja, schauen wir erstmal rein. Sind, glaube ich, wieder im Lager, ne? Genau. Missionstag. Ich wollte jetzt aber mal schauen. Zurück. Wo waren das? Diese ganze Enzyklopädie-Geschichten und sowas. Zwei Schrotflinten? Nee. Nee, da war es auch nicht. Könnte man das denn nachlesen? Ich habe ja so viele Bücher noch eingesammelt, die wollte ich mir mal anschauen. Vielleicht geht das erst im Kampf dann. Auf jeden Fall haben wir jetzt die nächste Mission, in die schauen wir rein. Operation. Mit allen Mitteln, genau. Und dann haben wir, ja, die anderen haben wir auch soweit vorbereitet. Auf geht's. Achso, Missionsbeschreibung gab es uns zum Ende letzter Folge, ne? Aber das kriegen wir gleich eh nochmal verklickert. So, Pistolenschützen. Ich muss auch mal auf die Fähigkeiten gucken. Sie kann jetzt die Rolle machen. Nach 10 Mal gibt es noch irgendein Achievement. Ansonsten hat sie die Pistole. So, er konnte noch... Handgranaten hat eine etwas verkürzte Zeit. Und Mollys möchte ich ausprobieren. So, mit ihm gehen wir wieder auf Ablenkung. Flaschen einpacken. Und ich habe keinen Arzt, irgendwie was Richtung Erste Hilfe, ne? Okay, dann macht sie das einfach. Und ein paar Sprengfallen möchte ich auch noch mitnehmen. Okay, sie hat eine relativ gute Pistole. Die könnte ich später vielleicht nochmal verbessern. Okay, los geht's. Глядите в оба. Командуйте. Okay, rette die Städte, alle Dörfler müssen überleben. War das hier jetzt? Fähigkeit. Enzyklopädie, genau, da wollte ich rein. So, pass auf. Tipps. Stolperdrähte hatten wir ja. Alarm Teil 1 und 2, dass dann da Nachschub kommt. So, Geschichte. Fotografie, sowjetische Partisaneinheit. Ordensblatt. Okay, das werde ich jetzt nicht alles lesen. Nicht vergessen, der Wald bietet dir Schutz. Nutze Bäume und Gräben neben der Straße als Deckung für feindlichen Feuer und für Hinterhalte. Nutze Maschendraht und Zäune aus, um deine Bewegung zu verbergen. Richte Schießscharten ein, wo du sie brauchst. Jede Art von Gebäude aus Holz, eine Scheune oder ein Schuppen kann dich vor feindlichen Kugeln schützen. Grabe innen ein Loch an der Wand und benutze die Erde, um die Wand von außen abzustützen. Okay. Ja, es wäre cool, wenn man sowas dann auch noch machen könnte. So, als erstes mal einen kleinen Quicksave. Und auf geht's. Капитан Зорин. Мы с вами знакомы, комиссар. Никитин. Вы нас ждали? Нет, но я был на 90% уверен, что вы здесь появитесь. Ага. Сдается мне, что это вы подорвали солдат на мосту. Я уже давно охочусь на Зобеля. Нужно было выманить лису из норы. А о том, что будет с местными, вы не подумали? Как я уже говорил, я рассчитывал на ваше участие. Мы пришли спасти жителей и уничтожить гестаповцев. Именно в таком порядке. Зная вашу репутацию, это я тоже предвидел.
Фашисты собрали жителей у моста. Думаю, вместе у нас хватит сил их отбить. О, Гот. Окей. Рискованно. Noch ein Pistolenschützen. Mal gucken, was hat denn der da Schönes? 69-15-9-8-12. Если не мы, то никто. 69-15-9-8-12. Okay, ihre Pistole ist besser. Nikitin. Noch ein Pistolenschütze. Habe ich noch ein Messer dabei für ihn? Nein, leider nicht. So, was kannst du denn überhaupt? Körperschild. Ach, wie gemein. Nimmt einen Feind als menschlichen Schutzschild, er leidet keinen Körperschaden mehr. Keinen Schaden mehr. Das ist gemein. Das ist echt gemein. Massaker 1. Erfordert ein Messer. Okay. Böse Trefferchance mit Pistolen. Einen brauchen wir noch. Schnelle Töten von Feinden niederen Rangs, wenn du getarnt bist. Siegchance im Nahkampf verbessern sich. Das brauchen wir. Massaker nehmen wir. Pistole nehmen wir. Oh, feindliche Minen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Noch einen Punkt, ne? Größere Trefferchance mit Pistolen oder Rucksack? Ne, komm, erstmal die Trefferchance. Rucksack ist leer. Geil. Level 7. Noch ein Bombenentschärfer. Okay, cool. Mal gucken, was er kann. So, nachladen kann er. Сделаем то, зачем пришли. Du gibst dein Messer mal an ihn. Weit weg. Тихо. Не мое это прятаться. Okay, pass auf. Ah, ich kenne mich. Das eskaliert jetzt schon. Ich bin noch nicht mal dran. Oh, kleines Wauzilein. Ich kann natürlich... Wann komme ich da rum? Ich komme hier nicht durch, ne? Über den Zaun komme ich nicht. Okay, ich muss auf die Seite. Может, в атаку? Здорово. Hinter der Kiste durch. Я здесь. Kannst du auch einfach rumrocken, ne? Du machst mal eine Rolle. So, ich versuch's mal mit so einer Rolle hier durch. Ah, so viel dazu. Alter, ernsthaft? Hockt direkt vor ihm und schießt siebenmal vorbei. Okay, mit dieser komischen Rolle funktioniert also nicht. Weißt du was? Warum scheiß drauf? Okay, den Hund habe ich erschreckt, aber ansonsten ist alles gut. Man kann auch nicht immer schleichen, ne? Okay, die Eier klauen wir nicht. Aber den... Mist, den entsorgen wir ja noch. Ja, mit der Maschinenpistole ist ziemlich geil, muss ich sagen. Aber frisst halt enorm viel Munition. Also gerade so am Anfang vom Spiel ist das dann eher nicht so zu empfehlen. Ich
So, okay, weiter geht's. Ja, mit der Rolle weiß ich nicht, ob mir... Mach eine Fassrolle, 2 von 10. 3, 4, 5. Das ist dann echt nur zum Ausweichen, glaube ich, ne? Wir machen einfach mal das Achievement voll. Ich kann natürlich auch so in einen Raum rein und dann bam, 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 mit der Pistole hier alles. So, wie sieht denn die Karte aus? Gelange ans Ufer. Okay, wir schauen uns hier erstmal um. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass der hier rüber guckt. Er kann ja so ein... Ah, und jetzt rennt er weg, oder was? Das ist so geil. Ich schleiche mich ran, bereite alles vor und dann... Nö. Weg. Okay, sie hat kein Messer mehr. Er hat ein Messer und er hat ein Messer, ne? Спокойно, сюда бы пулеметную роту. Не подведите. Сколько ж можно? Следуем плану. Спасибо, что поддержал. У нас есть работа. Не мое это прятаться. Oh, stand by. Oh, hier sind zwei. Hier ist Wrack. Опять по кустам ползет. Okay, sie ist hier. Куда дальше? Den sieht jetzt keiner gerade, ne? Zu mir. Guckt wieder weg. Oh, da oben, da oben, da oben. Aber der kriegt mich schon nicht mehr mit. Shit, shit, shit. Das wäre es fast gewesen. Fort. Shit, shit, shit. Mann! Ach, kacke, jetzt bin ich wieder hier, ne? Ah! Глядеть в оба. Опять по кустам ползает. Да как так-то? Беру его тихо. Всем пригнуться. So, bring back. Oh, oh, oh. Тихо. Здесь. Слушай, а это мое. Здесь. So, alles muss er selber machen hier. Следуем плану. Всем пригнуться. Это в план не входило. Shit. Nicht zu hektisch werden. Gut, mit ihm muss ich weiter nach vorne.
Сюда бы пулеметный урод. Я не подведу. Следуем плану. Осторожно. Мисс. Das war mehr als knapp. Рискованно. Gut, ich kann mich hier kurz mal durchschleichen. Может заметить. Hopp, stopp. Okay, beim Zurückkommen sieht er mich da oben. Okay, bleiben wir erstmal hier. Da war auch nichts. So, ich wollte gerade sagen, solange mir jetzt nicht ins Gebüsch fällt, ist auch, bleibt auch alles gut. Ins Gebüsch sag ich schon, in Sichtradius hier. So, den haben wir. Okay. Mal gucken, inwieweit guckt er hinter den Wagen? Gar nicht. Das ist doch geil. Also hier kann er gleich hinter. Guck mal, dann kann ich hier richtig wegrotzen. Sind nur drei, ne? Hier in Linie. Ich werde nicht verwirrt. Надо быть осторожным. Тихо. Заметил. Was? Ach, sie war nicht im Gebüsch. Не шуметь. Guck mal, guckt hier rüber, guckt er nicht rüber. Не подведи. Сколько ж можно? Осторожно. Und weg. Und weg. Und weg. Это мое. Слушаю. Опасная дистанция. So. Можно застать их врасплох. Da würde ich sie gern hinterbringen. Aber das kannst du echt knicken. Situation unter Kontrolle. Этого я не предвидел. So, er guckt hier auf jeden Fall nicht hinter. So, nochmal Inventar, Fertigkeiten. Das war Körperschild hier. Mehrere Feinde in Reichweite erfordert ein Messer. Mehrere Feinde. Man hat da ja nur einen abgestochen.
So, der guckt nach rechts und links und so. Und da oben, die kriegen das hier unten nicht mit, wenn ich es clever anstelle, jedenfalls. War ja gerade nicht der Fall. Ja, der guckt. Okay, lassen wir so laufen. Нужно отвезти людей в безопасное место. Сами они не дойдут. Кругом патрули. Комиссар, можете их провести? Не хочу разбивать свой отряд. Зобеля пока что не видно. Может, он на другом берегу. Ладно, отведу и вернусь, как только сумею. Если мы разменемся, идите в Михайлово и найдите Василия Гавриловича. Он наш связной. Надо же. А по моим данным, он имеет антибольшевистские взгляды и кшается с полицаями. Никогда бы не подумал, что он партизанский связной. Окей, я сейчас мы wieder weg. Слушаю. Воспользуемся эффектом внезапности. Здесь. Эти люди weg. Вперед. Боль закаляет. Ein, nicht aufheben. Слушай. Где наша не пропадала? Beseitige Nazis am anderen Ufer. Ach, guck mal, hier ist ein Boot. Das Gatter? Warte mal. Nee, sonst war hier, glaube ich, nichts mehr. Ne? Mal gucken, ob hier ganz hinten im Wald vielleicht noch irgendwie Vorräte liegen oder so. Schade, dass er weg ist, aber der kommt hoffentlich wieder. Macht auf jeden Fall Spaß mit seiner Messergeschichte. Jetzt hat er aber das Messer mitgenommen, ne? Shit. So, alle nachladen. Я за весла. Ich werde rudern. Что? Так, на чем мы остановились? Нужно перевязать раны. So, mal erste Hilfe aufbrauchen. Продолжим. Dafür ist das Zeug da. Подумаешь, кровь. Salzige Nazis am anderen Ufer. Gucken. Guckt er ganz runter hier oder nee, tut er nicht. Сколько ж можно? Nee, trägt ihn hier rüber ins Gebüsch. Слушай. Здесь. Опять по кустам ползает. Если не мы, то никто. Слушай. Вперед. Всем пригнуться. Geh hier runter. Так, держи. Nee. Oh shit. Wo sind die denn da alle? Этот готов. Буквально. Das ist gerade schlecht. Ich glaube, da komme ich auch nicht raus. Ah,
Oh Mann, ich wollte eine Rolle vorwärts machen und dann mit der Pistolenfähigkeit, aber nee, keine Chance, ey. Nicht mal ansatzweise. Okay, ich muss hier lang. Ich dachte, die wären da zu zweit hier. Hab nicht weit genug gucken können, da oben hoch. So, eine Karte mal ein bisschen drehen. Даже вы закончитесь. Здесь. Здесь. Сюда да. бы пулеметный урод. Оп, стоп, стоп, стоп. Поднимем. Слушаю. Тише, шаг. Schnaps? Ja, Schnaps. Oh, mi gusto Schnaps. Hol den dir. Уберу его тихо. Hat er keine? Doch, natürlich hat er noch Munition. Ich muss einmal kurz ein bisschen aufteilen. Der Charakter ist beschäftigt. Lad erstmal nach. Noch 52 Schuss hat er. Minen habe ich und Pistolenmunition habe ich. Cool, ordentlich Spritzen gefunden. Video. So. Die andere Seite. Не шуметь. Видите, быстро. Komm ich hier hinterm Haus rum? Yes. Wo muss ich denn ganz hin? Gehe in Verteidigungsstellung. Oh, ernsthaft. Na, guck mal, hier ist wieder ein Minenfeld. Ich will mal was testen. Minen steht da auch dran. Guck mal, da ist nämlich einer. Aber nee, er kann sie tatsächlich nicht entschärfen. Auch meine anderen nicht. Ich sehe sie zwar, kann damit aber nichts machen. Nee, 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 nicht daran, Junge. Da ist ein General oder sowas. Offizier auf jeden Fall. Keine Deckung weit und breit, ne? Schweres MG könnte ich mir schnappen. Drehen. Das dauert aber zu lange. Und dann hier rüberrotzen. Tische, Chef. Сейчас поднимет тревогу. Okay, wenn hier sonst keiner ist. Wenn hier. Was? Feind sucht nach mir? Ja. Warum das denn? Warum? Здесь.
Ага. Вот поэтому мы не брали в разведку. С вами гуд. Покажем. Хэ? Wieso? Опять по кустам. Wieso ist er? Хэ? Wieso ist er da oben jetzt reingerannt? Здесь. Да как так-то? Здесь враг. Oder ist das, weil der Offizier jetzt gerade unterwegs ist und die Truppe begutachten will, aber keinen mehr findet? Okay, ich gucke mich hier oben einfach mal ein bisschen um, soweit ich komme jedenfalls. Das ist nichts. Da ist wieder ein Minenfeld. Oh! Da habe ich auch eine gefunden. Okay, ich bleibe auf jeden Fall in Häusernähe hier. Da ist auch wieder ein Minenfeld. Ich muss mich hier reinschleichen, dahinter. Maschinenpistole, alles wegrotzen. Sie gibt irgendwie Deckung. Oder sie geht ans MG. Nee, er muss ans G. An das MG. So. Aber nicht mehr der Folge. Ich mache hier eine kleine Pause und dann versuchen wir es gleich mal. Viel Spaß für den, bis gleich und ciao.